So, ihr seht hier mehrere Ringe. Jeder geht mal hinter einen Ring. So, von außen hier. Da hinten sind auch noch welche. Wenn wir nicht genug Ringe haben, auch mal zwei hinter einem, das ist gar nicht so schlimm. Hier sind auch noch welche. So, folgende Aufgabe im Uhrzeigersinn. Um die Ringe bewegen, außen um die Ringe, ihr um den Kreis, ihr um den Kreis. Wenn ich eins sage, haltet ihr den Ball mit der inneren Hand hoch. Wenn ich zwei sage, mit der äußeren. Wenn ich drei sage, mit der inneren Hand prellen. Wenn ich vier sage, mit der äußeren Hand prellen. Drei. Vier. Zwei. So, fünf, sechs, sieben, acht ist das gleiche Rückwärtslaufen. Fünf. Vier. Wir wollen das Ganze jetzt im Laufen in einer Acht machen. Das heißt, du läufst hier rum, kommst hier rüber, läufst um den Kreis, kommst da rum, läufst um den Kreis wieder. Es muss aber immer einer von links und einer von rechts kommen. Denkt daran, ihr wollt einen kontinuierlichen Rhythmus haben. Es kann nicht sein, dass zwei kommen. Hier in dem Kreis laufen sie zu schnell. Halte dein Tempo, werd nicht schneller. Drei. Vier. Eins. Fünf. Sechs. So, jetzt ist eure Aufgabe, die gleichen Bewegungsformen wie eben mit 1 bis 8. Nur jedes Mal, wenn ich hier hinten komme, spiele ich den Torwart den Ball zu, ich kriege ihn wieder. Wenn du da vorne vorbeikommst und du siehst, der Torwart hat einen Ball in der Hand, dann machst du nur eine Passtäuschung. Denk daran, der Rhythmus darf nicht durcheinander kommen. Guck, ob du den Ball spielen kannst oder nicht. Die Torhüter locker in die Beine, sich bewegen, die Schulter nach vorne nehmen, wenn ich passe. Und wenn du den Ball einfach wegwirfst, funktioniert es nicht. Fünf. Bevor du den Ball wieder fängst, machst du eine Radwende. Dann darfst du den Ball wieder fangen. Das heißt, passen, Radwende, Ball fangen und wieder einordnen. Hier zwischen den roten Hütchen möchte ich einen Tempowechsel sehen. Das heißt, ich habe hier mein Tempo, ich bin hier zwischen rund, einmal schnell antreten, wieder langsam laufen. Sehr gut, Jungs. Schöner Tempowechsel. Vier. Wir wollen ganz locker anfangen zu passen. Das heißt,
Hier läuft der Ball zwischen den beiden Stationen hin und her. Ich spiele immer den nächsten in der Reihe an, okay? Ihr steht hintereinander. Der erste tritt immer heraus. Es kommt zu einem leichten Körperkontakt. Wir wollen jetzt hier ein bisschen passen. Hier wollen wir Abwehrgrundstellung mal arbeiten. Jetzt ist es verboten, auf den Abwehrspieler zuzulaufen. Das heißt, ich nehme den Ball nicht hier an, wo ich gerade auf ihn drauf laufe, sondern ich sehe, der will mich anspielen. Ich bewege mich hier rüber und ich gehe hier hin. Oder ich gehe da hinten hin. Ich laufe hier hin. Er soll mir folgen müssen und ein bisschen variieren hier. Und ich möchte von euch antizipatives Verhalten haben, indem, dass ihr ein bisschen fintiert. Fintieren heißt, der Ball ist da, gibst du immer den Ball? Der Ball ist da hinten, ich will hier ein bisschen stehen und ich will hier ein bisschen, ich will fintieren. Ich will nicht rausrennen, aber ich will sehen, dass du zum Ball schaust, dass du ihn hier siehst, dass du siehst, der haut dahin ab, dass du dich hierhin bewegst. Danach kommt, wenn er den Ball hat, wieder der Fuß nach vorne und jetzt kann ich ihn wieder leicht nach vorne rausschieben, okay? Und komm. Und komm. Ja, und komm. Du bist auf den Mann gelaufen. Ich muss mich eher bewegen, ohne Ball bewegen. Ohne Ball laufe ich den Raum an, wo ich hin will. Ich habe was vor. Beweg dich ohne Ball. Und wenn ich abgespielt habe, löst dich aus dem Raum, dass da wieder frei wird. Du darfst den Ball so lange halten, bis du dir 200%ig sicher bist, dass der auch zu deinem Gegenspieler kommt. Gegenspieler? Der Gegenspieler soll fintieren. Ich will keinen Klammern, Kratzen, Reißen sehen. Ich will sehen, dass du den fintierst, dass du auf dem Ball mitarbeitest und wieder deinen Körper davor bringst. Und los. Arm nach oben, Arm nach oben, Arm nach oben, jawohl. Arm nach oben nehmen, sehr gut, komm. Oh Jungs, jetzt habt ihr 30. Wir spielen den Ball, ich spiele den ersten an. Ich spiele den ersten an, der sprintet da durch. Dahin, passt dahin. Einfach hinten wieder anstellen, okay? Kriegt er hin? Du kommst durchgelaufen, ich gebe dir den Ball, du nimmst ihn an, hier gucke, gehst zum Tor, hast die Schulter vorne, kannst einstemmen, spielst den Ball darüber, stellst dich hinten wieder an. Dann ist schon der Nächste da durchgelaufen. Dann läufst du dahin. Genau, und los, und los. Konntest du ein Tor werfen? Ja, habe ich geguckt. So kann man ein Tor werfen? Nächstes Mal? Hä? Und komm, 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 komm. Männer einstemmen und ein Tor werfen wollen. Wenn ich den Ball hier zwischen den Händen unten habe, kann ich kein Tor werfen. Stellt euch vor, der Torhüter ist gar nicht da. Da muss ich doch sehen, dass ich aufs Tor werfen will. Und komm, passen, passen, komm. Hey. Es kommen immer zwei. Zwei laufen nach links, stoßen, Ball zum nächsten spielen, Rückstoßbewegung, Ball wieder rüberspielen. Und los. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball und dann lauft ihr los. Und los. Stopp. Zurückspielen. Er spielt wieder rüber. Wie breit ist das Handballfeld? Wie breit ein Handballfeld ist? 20 Meter. Hey. Und das da hinten ist auch ausgebaut. Das heißt, als Außen, ich kriege den Ball, ich will hierher gehen und ich will den Ball wieder reinspielen. Und los.
Und komm. Und setz die Breite. Und komm. Und zurückspielen. Und komm. Ja, Männer, komm. Sauber passen. Und komm. Und komm. Und passen, 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 komm. Und das Tor angucken. Jawohl. Und komm. Wir spielen das Ganze jetzt noch mit einer Kreuzung. Wir spielen das Ganze am Anfang mit Stoßen. Ich spiele den Ball nach außen, laufe demjenigen entgegen, ich kriege ihn wieder und ich spiele ihn wieder an und der Außen kreuzt mit mir und der Außen spielt den anderen Halben an. Halb, Pass zum Außen, Rückpass, Kreuzbewegung und der Außen spielt da den Ball rüber. Okay? Langsam. Und los. Pass nach außen, stopp. Warte. Pass nach außen. Super. Und komm. Raum öffnen, warten, komm, warten und jetzt kommen und antreten. Tempowechsel rein. Nach außen aufziehen und hinterher und komm. Jawohl. Welche Hand ist weg vom Abwehrspieler? Die linke. Haben wir gerade drüber geredet. Hier, guck mal, ich komme hier. Da ist der Abwehrspieler und ich kann den Ball sicher rausspielen. Und das kannst auch du. Und nochmal. Und los. Und komm. Und raus den Ball. Jawohl. Und Ball rüber. Gut. Jawohl. Sehr gut. Sehr schön. Und komm. Und kreuz mit ihm. Und greift das Tor an. Super. Und komm. Und Ball rüber. Sehr gut. Sehr gut. Komm. Jawohl. Gut. So, das Tor angreifen, mich in die Kreuzung holen. Das Tor angreifen, mich in die Kreuzung holen. Ja, ich nehme den Ball an, stemme ein und der Torwart zeigt mir, wo er den Ball hinhaben will. Du holst den zur Kreuzung, der nimmt den Ball an, du zeigst mir, wo du den Ball hinhaben willst und dann werfen wir dahin. Hoch, hoch, flach, flach, wie du willst. Danach bist du selbstverständlich der, der angekreuzt wird. Und denk nochmal daran, mit der Hand, die weg ist vom Abwehrspieler. Und los. Und komm. Und nächster. Und komm. Jawohl. Welche Hand ist weg vom Abwehrspieler? Super. Und komm. Einstemmen und schießen. Komm. Jawohl. Die Hand ist auch nicht weg vom Abwehrspieler. Die ist weg. Jawohl. Einstemmen und schießen. Hat keiner vom Sprungwurf geredet? Einstemmen und schießen. Das heißt, beweg dich ohne Ball vorher. Und komm. Und komm. So, Jungs, wir wollen ja auf hoher Qualität trainieren, oder? Ja. Schaffen wir, oder? Ja. Okay. Das heißt, wenn du dieses Tor verfehlen solltest, nicht triffst, einmal die Treppe hoch, da oben die Wand berühren und wieder runterkommen. Du musst kein Tor machen. Aber ich möchte, dass du das Tor triffst. Das heißt, es kann nicht sein, dass mehr Bälle daneben gehen, als wie in das Netz rein. Schafft ihr das? Dann los. Sprungwürfe. Hier. So. Jeder hat einen Gegenstoß. Einen.
Spiel den Ball zum Torwart. Der Torwart spielt dir den Ball sauber hinter der Mittellinie wieder zu. Und du machst da drüben ein Tor. Pass auf, hier ist ein Ball. Vorsicht. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Okay, war super bis jetzt. Ne? Jetzt versuchst du mal noch ein bisschen mehr, wenn du dahin passen willst, hier rüber zu gehen und den Ball locker dahin zu spielen, dass der Ball locker da reinfällt. Okay? Die wollen ja unbedingt ein Tor machen, haben sie gesagt. Sonst sind die Pässe sehr gut. Und los, komm. Raum öffnen und Pass spielen. Komm, gut. Okay, die, die ein Tor gemacht haben, gehen was trinken, die anderen kommen zu mir runter. Ich habe ja vorhin dir angeboten zu sagen, wohin ist es denn richtig zu springen? Ja, möglichst am Torwart vorbei. Am Torwart vorbei, super. Wo ist am Torwart vorbei? Ja, rechts oder links. Rechts oder links, super. Was macht der Arm? Geht schon nach oben. Der sollte oben sein, okay? Wir gehen das mal in Zeitlupe durch. Wollt ihr mitkommen? Pass auf, nimmst den Ball da langsam an, nimmst ein bisschen Tempo raus. So, dann hast du hier deinen Punkt, wo du abspringen willst. Ich würde mal sagen, so hier. Hier, super. Jetzt springst du hier ab, nimmst deinen Arm nach oben. Gibst du mir auch den Ball? Gibst du mir auch den Ball? Okay, guck mal, jetzt bin ich hier in der Luft. So, jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich ein Tor mache. Weil jetzt kann ich den Ball da hinten reinlegen, kann er nicht halten. Kann er nicht. Willst du nochmal probieren? Okay, guck mal, ich habe gesagt, ich springe hier ab, nehme den Arm nach oben, werfe ich den Ball da. Wenn ich den Arm hier oben nehme und hier lang springe, wenn er mir hier auf dem Wurfarm mitkommt, gucke, ist da drüben frei. Kommt er mir nicht mit, werfe ich ihn da rein. Jetzt kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass du ein Tor machst. Das heißt, such dir deinen Punkt hier. Dieser Punkt, wo du weißt, das ist mein Punkt, da mache ich hundertprozentig ein Tor. Und los. Tempo raus und schneller werden. Okay, so, eure Aufgabe ist es jetzt, Tore zu machen. Ich gebe euch 3 Minuten Zeit. Jedes Mal, wenn ihr hier seid, pfeife ich wieder an. Wenn ihr ein Tor macht, wieder zurück, weiter. Jedes Mal, wenn ihr ein Tor macht, kommt ein Abwehrspieler dazu. Und ich möchte, dass ihr in 3 Minuten es schafft, nachher mindestens im 6-gegen-5 ein Tor zu machen. Soweit verstanden? Ihr müsst alle immer wieder hierher laufen. Am Anfang ist ohne. Wenn die kein Tor machen, einer wieder raus. Und komm. Ja, die Dinge stören nicht. Einer Abwehrspieler, einer. Stürmer faul. Kannst wieder raus, war kein Tor. Und los. Zweieinhalb Minuten habt ihr noch.
Sehr gut. Einer dazu. Zwei. Sehr gut. Noch anderthalb Minuten. Freiwurf. Sehr gut. Einer dazu. Freiwurf. Ich habe es nicht gesehen, dass er auf dem Kreis war, deswegen Tor. Fünf gegen, jetzt fünf. Sechs gegen fünf. Ich habe es nicht gesehen, dass er so viel drauf stand, oder? Sehr gut. Jetzt wollen wir noch einmal einen Spielstand vorausgeben. Ich möchte gerne zwei Mannschaften haben. Die gelbe Mannschaft geht dahin, die schwarze Mannschaft dahin. Ich sage, wie der Spielstand ist. Gelb, ihr habt freie Taktikwahl. Ihr könnt euch kurz besprechen, was ihr spielen wollt. Die Mannschaft führt aber 28-26. Und das Spiel geht nur noch 2 Minuten 30. Und ihr müsst das Spiel gewinnen, weil ihr wollt Meister werden. Denen reicht ein Unentschieden. Freiwurf. Freiwurf. Ich habe vorher Freiwurf gepfiffen. So, 50 Sekunden sind um. Freiwurf. Schritte. Oof.